War die Bitcoin-Einführung in El Salvador ein kompletter PR-Move? Vor 3 Jahren erklärte El Salvador Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel und rückte ins politische Rampenlicht. Ein Berater von Präsident Bukele sagte, es sei hauptsächlich ein PR-Move gewesen. Durch die Bitcoin-Adoption hat das Land ein großartiges Rebranding erfahren. Die wirtschaftlichen Effekte sind jedoch weniger beeindruckend, wie Bukele selbst zugab. Der Tourismus profitiert, doch die Investitionen waren riskant und haben sich nur dank Kurszuwächsen rentiert. Bukele, früher PR-Manager, führt das Land, das hohe Kriminalitätsraten hatte, zu einem neuen Image. Die Kriminalitätsraten sind gesunken, aber Menschenrechtsorganisationen kritisieren massive Grundrechtsverletzungen. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen, abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.